So, komm mal auf deiner Matte zum Sitzen. Kreuz das linke Bein mal vor dem rechten. Falls du Blöcke, Kissen, Decken hast, alles, was dir deine Praxis erleichtert, legst dir in Reichweite. Und leg die Hände mal auf deinen Oberschenkeln ab. Lass die Kopfkrone ganz weit nach oben wandern. Und erlaube deinen Sitzbeinhöckern, sich mal Richtung Erde zu senken. Schließ mal deine Augen. Lass den Atem ganz entspannen kommen und gehen. Finde deine Ruhe. Lenke mit jedem Atemzug die Aufmerksamkeit mehr und mehr nach innen. Und erlaube dir für einen Moment, das Außen auszublenden. Erlaube dir, jedem Atemzug die Spannung aus deinen Schultern und Nacken zu lösen. Dir vielleicht sogar ein kleines Lächeln zu schenken und dich zu freuen, dass du dich für einen Moment aus diesem Strudel des Alltags, aus diesem Lauten, aus diesem Schrillen, aus diesem schnellen Chaos herausziehen darfst. Dann leg mal deine linke Hand auf dein Herz und deine rechte Hand mit den Fingerspitzen auf die Erde und verbinde dich hier mal mit der Qualität der Erde. Jetzt fühl mal in deinen Körper hinein. Was es heute für dich braucht. Fühlt es sich in dir ruhig und vertraut an? Oder spürst du noch eine Unruhe? Es ist wirbelig. Erlaube dir für einen Moment, einfach mal zu beobachten. Ganz wertfrei, alles, was da ist. Welche Gefühle kommen gerade hoch? Zeigen sich in deinem Körper irgendwelche Verspannungen? Fühlst du eine Enge? Wie schnell sind deine Gedanken? Drehen sie sich noch ganz schnell auf deinem Gedankenkarussell? Oder konntest du auch hier bereits ein wenig bremsen? Und so entscheide mit deiner Wahrnehmung, was heute für dich der Fokus deiner Praxis sein darf. Wir werden die heutige Stunde erneut dem Thema Erdung schenken, sodass du dir erlaubst, gut verankert durch deinen Alltag zu fließen. So wie du dir auf der Matte immer wieder einen Anker setzt, einen Fokus, auf den deine Aufmerksamkeit sich richten darf, so erlaube dir das auch in deinem Alltag. Immer dann, wenn es laut wird, immer dann, wenn es unruhig wird, immer dann, wenn in dir das Gefühl von Angst und Panik hochkommt, die Kontrolle zu verlieren, dann ist es wichtig und gut, einen Anker zu haben. Und fühl mal, was kann für dich dein Anker sein? Ist es der Spaziergang im Wald? Ist es das Ausrollen von einem Blatt Papier mit viel Farbe und du beginnst zu malen? Ist es Musik, die dein Herz beflügelt? Eine Meditation oder eine erdende Yoga-Praxis? Ein Dialog mit dir selbst oder ein Rückzug in deinen inneren Raum, ein Austausch mit Partner oder Freunden.
gut zu wissen, in ruhigen Phasen, was dein Anker ist, damit du diesen in Sturmzeiten werfen kannst. Und so löse deine rechte Hand vom Boden, schließe beide Hände vor deinem Herzen, lass die Wirbelsäule nochmal weit nach oben aufsteigen. Schenk dir hier einen bewussten Atemzug. Und je nachdem, was du entschieden hast, was der Fokus deiner heutigen Praxis sein darf, setze mit dem nächsten Atemzug deine Intention für deine Yoga-Praxis. Ich wünsche uns allen Erdung. Ich wünsche uns, dass wir uns ankern, dass wir fest verwurzelt sind und das Vertrauen in uns so stark ist, weil wir wissen, was in uns unsere innere Stimme uns lenken wird und zum Wohle von uns agieren wird. Und so leg deine Hände auf den Oberschenkeln ab, atme aus und runde deinen Rücken, lass dabei deine Schulterblätter auseinanderfließen. Einatmen, zieh dich mit den Händen die Länge, lass den Brustkorb aufsteigen. Und noch einmal ausatmen, heb dein Schambein, runde den Rücken, schwing in einen Zehbogen, dein Kinn geht zur Kehle. Und einatmen, zieh dich hier wieder in die Länge. Und fahre so noch in deinem Takt des Atems dreimal mehr fort, mit der Idee, die Schultern zu weiten, den Rücken zu runden. Und dich beim Einatmen aufzuspannen, deinen Herzensraum zu heben. Hierbei mobilisierst du ganz sanft deine Wirbelsäule. Bewegst ganz sanft dein Becken. Nimmst Kontakt zu dir und deinem Körper auf. Sanft die Schultern in eine kleine kreisende Bewegung bringen. Mal fühlen, ob es da Enge gibt. Vielleicht knacksen sie auch ein bisschen beim Kreisen. Sei mal hier auch achtsam mit dir und schau, ob du vielleicht lieber im Wechsel kreisen möchtest. Oder gleichzeitig. Und je nachdem, wie viel Spannung in deinem Körper sitzt, leg hier mal gerne dein linkes Ohr auf der linken Schulter ab. Und lass mal die rechte Schulter ganz weit weg von deinen Ohren sinken. Kreis deinen Nacken, indem du dein Kinn über dein Brustbein fahren lässt, bis dein rechtes Ohr auf der rechten Schulter liegt und dir den linken Handballen von dir wegschiebst und fühl mal hier in diese Dehnung deiner Schulter-Nackenregion hinein. Kreise nochmal von rechts nach links im Wechsel. Zieh dich hier in die Länge. Fühl mal, ob du einen Moment länger bleiben möchtest. Und dann roll dich langsam auf. Schwing die Beine über die Seite. Lass uns ganz langsam warm werden. Beginn mal dein Becken zu kreisen. Fühl mal in deine Wirbelsäule hinein. Roll den Rücken. Roll die Schultern rund, werd ganz warm und finde hier mal deine Stabilität. Schau mal, dass die Knie über der Hüfte, die Handgelenke über den Schultern sind. Schieb dich wirklich bewusst auseinander in die Länge, Kreuzband zum kurzen Mattenende, Kopfkrone zum vorderen. Es gibt Kraft mit deinen Handballen in die Matte. Löse dein rechtes Bein, streck das rechte Bein ein, atme ganz weit nach oben. Und stell den rechten Fuß diagonal links hinter dir auf. Schieb die rechte Ferse weit von dir weg und schau der linken Schulter hinterher. Lenk den Atem mal in deine rechte Flanke. Spür mal diese sanfte Öffnung, die du hier in deinen Rippenbögen fühlen darfst. Und je mehr du die rechte Ferse von dir wegschiebst, desto intensiver die Dehnung in deiner Wade. Und dann löse. Atme ein, heb noch einmal das rechte Bein ganz weit nach oben und
ausatmen, bring das Knie zur Nasenspitze. Schieb dich hier ganz rund. Atme nochmal ein, streck das rechte Bein. Erneut diagonal den Fuß aufstellen, schau der linken Schulter hinterher. Schieb die rechte Ferse von dir weg. Nochmal tief ein- und ausatmen. Blick geht nach vorne, rechtes Bein löst wieder, streck dich lang ein, crunch dich zusammen aus. Noch einmal mehr, streck dich ein, atmen lang, stell den rechten Fuß diagonal hinter dir auf, schau nach links. Nochmal tief in die rechte Flanke hineinatmen. Ausatmen, löse dein rechtes Bein. Beug das rechte Knie. Heb das rechte Knie weit nach oben. Mach dich hier mal richtig schön aus, fühl die Kraft im unteren Rücken. Crunch dich erneut zusammen und zieh mal kleine Kreise. Nach rechts oben wieder, Knie heben, Knie zur Nase und über die rechte Schulter. Das kennst du, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wir wollen aber ein bisschen das Becken mobilisieren, aufwärmen. Es darf warm werden dabei. Nochmal ein, kreisen. Und das nächste Mal dein rechtes Knie vorne ist, dann stellst du den rechten Fuß neben deiner rechten Hand auf. Lauf mit deinen Händen nach vorne, streck dabei deine linke Hüfte, bis deine linke Hüfte in einem 180-Grad-Winkel Oberkörper zu Oberschenkel ist. Solltest du Bücher oder Blöcke haben, gerne deine linke Hand und deine rechte Hand auf den Blöcken aufstellen. Gerne mit dem rechten Fuß noch ein bisschen weiter nach vorne laufen, aber schau mal, dass das rechte Knie wirklich senkrecht über deiner Ferse ruht. Jetzt schieb mal den rechten Fuß so weit nach vorne, bis du in dem linken Hüftbeuger eine Dehnung fühlst. Und jetzt neigen wir dazu, hier ins Hohlkreuz zu sinken. Heb dein Schambein ein bisschen mehr und lass den rechten Fuß richtig satt in die Matte sinken und schieb das rechte Knie Richtung großer Fußzeh. Und beginn mal hier aus der rechten Hüfte in kleinen Kreisen deine Hüfte zu mobilisieren. Dein linker Arm auf den Block aufgestellt. Die Wirbelsäule lang, die Brust weit, dein Kiefer entspannt. Vielleicht magst du mal lächeln. Vielleicht spürst du die Bewegung schon. Wundervoll. Mach das hier noch zwei, dreimal mehr. Fühl mal, wo der Atem dich erwärmt. Sehr gut. Und dann schieb mal den rechten Arm ein, atme ganz weit nach oben, mach dich richtig schön auf. Streck dich hier lang und dann beug den rechten Ellenbogen, bring den Ellenbogen nach hinten zum Schulterblatt, öffne dich hier mal so ein bisschen. Und dann löse die rechte Hand, einatmen, lass den Arm nochmal aufsteigen. Und bring den Ellenbogen nach hinten, öffne dich. Eine letzte Runde hier, einatmen, steig auf. Und dann beug den Ellenbogen, hier hast du richtig schöne weite Hüfte, komm aus dem Hohlkreuz, heb dein Schambein, linke Leiste, darf on fire sein. Und dann stell den rechten Arm zurück auf den Block. Komm hier in den Vierfüßler. Und das rechte Knie zurück. Leg die Blöcke für einen Moment zur Seite. Wenn du magst, kreist für einen Moment deine Handgelenke, falls sie ein wenig schimpfen sollten. Und dann fühl mal rechts und links erstmal in dein Becken hinein. Vielleicht spürst du da schon einen Unterschied. Und dann lass nochmal dein Becken kreisen. Denk dir nochmal kleine Bewegungen, ja, die dürfen dann auch größer werden, die dürfen zur richtigen Welle werden. Schau mal, was sich hier gerade gut anfühlt für dich. Sehr schön. Und dann komm zurück zur Mitte, streck dich wieder in der Wirbelsäule in die Länge. Der Nacken lang, der Blick zur Erde, der Bauch geht weitflächig an die Wirbelsäule, Gewicht auf beide Hände verteilt, löse einatmen, dein linkes Bein, lass es weit nach oben aufsteigen, stell den linken Fuß diagonal hinter der rechten Ferse ab. Der Blick geht über die rechten Schulter und atme mal in die linke Flanke und schieb dich dabei aus den Händen von der Matte weg und fühl wirklich, wie von der linken Hüfte vielleicht sogar fast bis zur Achselhöhle eine schöne Dehnung erzeugt. Und wenn du Stress im unteren Rücken hast, heb das Schambein etwas mehr. Schieb die Ferse noch mehr Richtung Erde. Atme hier tief ein.
löse aus, einatmen, streck das linke Bein wieder und bring das Knie zur Nase. Schieb dich aus den Handballen, aus den Schultern, von der Matte weg. Einatmen, lange Wirbelsäule, streck das linke Bein zurück. Ausatmen, stell den linken Fuß weg. Schieb die Ferse weit nach hinten, schau der rechten Schulter hinterher. Atme in deine linke Flanke ein und aus. Löse, einatmen, langes Bein. Ausatmen, crunch dich zusammen. Kraft in die Beine, Kraft in die Arme. Nabel nach innen. Einatmen, langes Bein. Linker Fuß setzt hinten auf, schau nach rechts. Löse, einatmen, dein linkes Bein. Bring das Knie zur Nase. Und stell jetzt den linken Fuß neben deiner linken Hand auf. Bring deine Klötze wieder in die Mitte. Lauf dich mit der rechten Hüfte so weit nach vorne, bis du wieder hier einen langen Winkel hast. Und lauf den linken Fuß so weit nach vorne, dass das linke Knie über deinem Sprunggelenk steht. Komm aus dem Hohlkreuz, indem du dein Schambein weit nach oben hebst. Gib Kraft mit der rechten Hand in den Block. Leg die linke Hand auf dem Oberschenkel ab und schieb dich ganz weit nach vorne. Heb dein Herz mal, füll dein Schambein. Und dann aus der linken Hüfte kleine Kreise. Beginn mal zu kreiseln. Spür mal, wohin der Atem gelenkt werden darf. Brauchst du den gerade in der rechten, im rechten Hüftbeuger? Brauchst du den im linken Bein, in der linken Hüfte? Brauchst du den in dem rechten Schultergelenk? Wo brauchst du deinen Atem? Lass den Rücken lang und aufgespannt. Tauch immer ganz sanft in dein Becken ein. Und dann komm hier zurück, indem du den linken Arm einatmen hebst, dem linken Arm hinterher schaust, den Brustkorb öffnest, den linken Ellenbogen beugst und den linken Ellenbogen Richtung Schulterblatt sinken lässt. Eine schöne Öffnung nochmal hier in der linken Brust erzielst. Atme hier tief ein und aus. Dann lass ausatmen, den linken Arm sinken. Einatmen, steigt der linke Arm auf. Mach dich auf, rotier aus der Brustwirbelsäule. Beug den Ellenbogen, öffne dich. Schenk mir eine Runde noch. Einatmen, steig auf. Öffne dich, beug den Ellenbogen. Halte hier für einen kleinen Moment. Ausatmen, löse. Linke Hand auf den Block zurück. Und das linke Bein nach hinten in den Vierfüßler. Blöcke zur Seite. Dann schau noch mal, ob du deine Handgelenke ein bisschen kreisen möchtest. Und dann beweg dich noch einmal in deinem Vierfüßler, indem du dein Becken kreisen lässt. Vielleicht auch ein guter Moment, um Socken auszuziehen. Solltest du deine Socken noch tragen, weil wir werden jetzt ein bisschen dynamischer und die Bewegungen werden etwas größer. Und dann spür mal, was es heute gilt, loszulassen. Was schleppst du gerade noch mit dir rum? Was braucht es nicht mehr? Und mit jedem Ausatmen legt darauf den Fokus. Und dann stell die Fußballen auf, anker deine Handgelenke, deine Handballen, schieb dein Becken steil nach oben, komm hier in den herabschauenden Hund, beug die Knie ein wenig, heb deine Sitzbeine, schieb die Handballen nach vorne und tauch mit dem Oberkörper ab. Schenk mir im Wechsel kleine Tretbewegungen rechts und links, auf und ab. Und dann beug mal beide Knie, bleib mal hier für einen kleinen Moment und dann mal mit deinem Becken eine liegende 8 rechts und links. Mach den Bauch der 8 rechts und links und spür mal in dein Becken hinein. Ich muss mich mal kurz anziehen, mein T-Shirt rutscht nämlich immer nach oben. So, und kreis mal dein Becken. Sehr gut. Und dann geht der Blick nach vorne an den Anfang der Matte. Du hebst den rechten Fuß ganz weit nach oben und schwingst das rechte Bein zwischen deine Hände. Einatmen, Fingerkuppen aufsetzen, zieh dich hier in deinen Sprinter weit nach oben.
Setz dein linkes Knie auf, füll deine Leiste. Komm hier einatmen in den kleinen Krieger nach oben. Atme aus, stell die Hand ab. Und den rechten Fuß zurück in den herabschauenden Hund. Dein linkes Bein atme ein, mach dich ganz groß. Beug das linke Knie, stell den linken Fuß zwischen deine Hände. Einatmen, den Sprinter der Länge nach. Ausatmen, dann rechtes Knie ab. Einatmen, in den kleinen sitzenden Krieger nach oben. Hände auf die Matte, Fußballen aufgestellt, linke Bein zurück. Lass uns das noch einmal wiederholen. Streck dich in den Dreibeinhund nach oben, einatmend. Das rechte Bein sitzt zwischen die Hände, ausatmend. Lange Wirbelsäule ein, Knie absetzen, aus. Brustwirbelsäule hebt. Kleiner sitzender Krieger, Hände nach oben, Hände auf die Matte. Stell den rechten Fuß zum linken in den herabschauenden Hund. Leg Lift links. Leg Lift vor. Sprinter ein, Knie absetzen, aus. Heb deine Arme einatmend. Stell die Hände auf die Matte. Streck dich hier erstmal zurück in den Sprinter und hol jetzt den rechten Fuß zum linken Fuß. Verneige dich. Lauf deine Füße hüftbreit auseinander. Greif gerne deine Ellenbogen. Schmieg den Bauch auf die Oberschenkel. Lass Kopf und Nacken sinken. Atme über die Nase ein und den geöffneten Mund richtig schön aus. Häng dich hier mal aus. Nimm die Spannung aus dem Rücken. Nochmal tief ein. Letztes Mal hier, genieße. Sehr gut. Dann lösen deine Hände und du rollst Wirbel für Wirbel nach oben auf. Deine Füße schließen hüftgelenksbreit. Und du findest dich hier in deinem Berg. Fühl mal das Pulsieren durch deinen Körper. Spür mal das Leben, das durch dich hindurchfließt. Vielleicht auch ein schon gut erwärmter Kreislauf. Leg gerne mal deine linke Hand für einen Moment auf dein Herz. Und deine rechte Hand mit dem Handrücken auf den unteren Rücken und schieb mal den Handrücken noch weiter nach unten, sodass dein Kreuzbein sich senkt. Und lass dabei die Fersen satter und tiefer in die Erde sinken. Spreiz deine Zehen ganz weit. Bring den großen Zehenballen auf die Matte und die Außenkanten deiner Fersen und schieb gefühlt mal die Füße auseinander. Und stell dir jetzt vor, wie Wurzeln wachsen dürfen. Löse deine Hände. Finde dich hier in deinem kraftvollen, stabilen Stand. Und jetzt bring richtig Kraft in die Beine. Lass die Fersen, die Füße noch tiefer in die Erde verankern, während der Oberkörper ganz weich und durchlässig sein darf. Und einatmen, setzt du dich mit einem großen Sitz nach hinten, als ob du hier kraftvoll in einen... Du kommst in die kraftvolle Haltung. Mach dich immer auf. Heb dein Brustbein, Ellenbogen rechts und links neben den Ohren. Schau nach deinem unteren Rücken. Gerne Schambein ein bisschen noch heben. Zieh dich hier einatmen in die Länge. Zieh den rechten Arm zurück, schau dem rechten Arm hinterher. Atme ein. Ausatmen, schieb dich nochmal tief. Einatmen, geht der rechte Arm wieder nach vorne. Zieh dich lang. Nimm den linken Arm zurück, atme aus. Setz dich dabei ein bisschen tiefer, zieh dich auseinander. Nimm den linken Arm nach vorne, atme ein. Noch einmal rechts, Arm vor und links. Und dann werde mal schneller. Und beginn mal von rechts nach links hin und her zu schwingen. Und schau dabei einmal der rechten, einmal der linken Schulter hinterher. Die Knie zeigen nach vorne, die bewegen sich nicht mit. Und die Bewegung passiert oberhalb des Bauchnabels. Sehr gut. Und wenn das nächste Mal der rechte Arm vorne ist, halte hier, hol den linken dazu, schieb dich nochmal in deine kraftvolle Haltung zurück.
Hände auf die Oberschenkel. Atme aus und runde deinen Rücken. Einatmen, länge dich. Ausatmen, verneige dich. Atme deinen kraftvollen Rücken ein, Fingerspitzen berühren die Erde. Hände auf die Matte. Nimm das rechte Bein in einem großen Lunge zurück. Beug das rechte Knie und komm in deinen Sprinter ein. Lass das Knie auf der Matte ab. Einatmen, den kleinen sitzenden Krieger. Ausatmen, Hände auf die Matte. Streck das rechte Bein, einatmen, wieder in die Länge. Und den rechten Fuß zurück, herabschauender Hund. Bleibe hier für zwei tiefe Atemzüge, heb dein Becken. Lass die Fersen so weit nach unten sinken, wie du die Länge im Rücken behalten kannst. Und roll nach vorne in deine hohe Planke. Heb den Brustraum, Ellenbogen eng. Immer gerne Knie absetzen, dass die Schultern nicht schaffen. Der Bauch flächig an die Wirbelsäule. Und bring ganz langsam Kinn, Brust und Bauch auf die Erde. Leg dich ab. Schieb die Handballen zum Körper. Kleine Kobra ein. Tiefe Bauchlage aus. Nochmal in die Kobra ein. Über deine Knie. In den herabschauenden Hund aus. Roll nach vorne, hohe Planke. Setz die Knie ab. Komm in den Vierfüßler. Mach dich hier nochmal ganz lang. Streck dein rechtes Bein ein, atmen aus. Kreuze hinter dem linken Fuß, schau nach links. Einatmen, das rechte Bein streckt. Ausatmen, Knie, Nase. Stell den rechten Fuß an der Außenseite von der rechten Hand ab. Beuge dein linkes, deine linke Hüfte, dass sie keine Zunge hat. Beuge dein rechtes Knie, bis die linke Hüfte lang wird. Füll die linke Leiste. Einatmen, öffne dich hier. Beuge den Ellenbogen. Mach dich hier ganz weit. Lass die rechte Hüfte noch mehr eintauchen. Leg die rechte Hand jetzt für einen Moment auf den rechten Oberschenkel ab und öffne dich noch ein bisschen weiter. Genieße hier einen Moment, füll die linke Leiste noch mehr, heb Schambein. Dann lass den rechten Arm von hinten nach vorne kreisen. Stell den linken Fuß auf, komm hier in den Sprinter und von dort hol das rechte Bein zurück. Genieße hier einen kleinen Moment. Und dann lauf in vielen kleinen oder in zwei großen Schritten an den Anfang der Matte. Greif nochmal deine Ellenbogen, verneig dich hier. Lass den unteren Rücken los. Beug die Knie ein bisschen mehr, öffne die Hüfte ein bisschen mehr. Lass die Bewegung größer werden und wieg dich noch mehr von rechts nach links hin und her. Und dann mal mit so einem richtig schönen Seufzer ausatmen, Nase ein. Lass los in deinem Becken alle Emotionen, alles, was sich angesammelt hat. Und noch einmal. Dann lösen deine Hände, die Füße kommen hüftbreit und du rollst dich erneut Wirbel für Wirbel auf und findest die Länge in deinem aufrechten Stand, kraftvoll verankert wie ein Berg. Lass nochmal dein Kreuzbein zur Erde sinken. Verankere die Außenkanten der Fersen, die großen Fußzehballen. Lass die Wurzeln unter den Füßen wachsen. Finde hier deine Stabilität. Und in deiner Stabilität auch die Balance zwischen Kraft und einer Weichheit, zwischen Anspannen und Entspannen, zwischen Fließen und Halten. Und dann atme ein, setz dich in einen Stuhl zurück, heb deine Arme weit nach oben, streck dich nochmal in die Länge, fühl mal deine Kraft, mach dich hier ganz auf
Und dann lass den linken Arm zurückschwingen, schau der rechten, der linken Schulter hinterher. Atme ein, hol den linken Arm nach vorne. Ausatmen, den rechten Arm zurück und fühl die Rotation in der Wirbelsäule. Ja, Knie zeigen nach vorne. Du bewegst dich oberhalb des Bauchnabels und fühlst die Bewegung in der Brustwirbelsäule, in der Lende. Einatmen, ausatmen, schieb dich beim Ausatmen gerne einen Ticken tiefer. Fühl die Kraft im unteren Rücken. Schau, dass es dem unteren Rücken gut geht. Und wenn das nächste Mal ein Arm vorne ist, holst du den anderen dazu, schiebst dich hier nochmal kraftvoll in deine Haltung. Hände auf die Oberschenkel, atme aus, runder Rücken. Einatmen, lange gerade Rücken. Ausatmen, verneige dich. Fingerspitzen aussetzen, komm in deinen langen geraden Rücken ein. Gewicht auf den rechten Fuß, nimm den linken Fuß in einem großen Ausfallschritt. Beug das rechte Knie, komm her. Einatmen, den Dahinsprinter. Linke Knie absetzen, aus. Füll dein Schambein, zieh dein Nabel, dein Bauch nach oben und nach innen. Kleiner Krieger, einatmen, füll die linke Leiste. Ausatmen in den Sprinter. Streck dein linkes Bein wieder einatmend. Hol den rechten Fuß nach hinten in den herabschauenden Hund aus. Roll nach vorne, hohe Planke, heb dein Herz. Entscheide, ob mit langen Beinen oder abgesetzten Ellenbogen. Gehen Brust und Bauch auf die Erde. Füße klappen oben auf der Matte. Schambein hebt, Schultern rollen zurück. Zieh mit den Handballen die Matte zum Körper. Komm in deine Kobra ein. Deine Bauchlage aus. Entspann deinen Rücken, den unteren, entspann dein Gesäß. Kleine Kobra ein. Über die Knie. In den Vierfüßler aus. Hände über Schultern. Finde deine Länge. Einatmen, das linke Bein streckt. Ausatmen, stell den linken Fuß diagonal ab, schau der rechten Schulter hinterher, atme in die linke Flanke hinein. Einatmen, löst der linke Fuß. Stell das linke, den linken Fuß an der Außenseite von der linken Hand ab. Lauf mit der rechten Hüfte gefühlt nach vorne, Länge deine rechte Hüfte. Lass das linke Knie sinken. Knie und Ferse bilden eine senkrechte Linie. Füll dein Schambein. Lass den linken Arm einatmen, aufsteigen. Mach dich hier ganz auf. Beug den Ellenbogen, schau der Schulter hinterher. Bring die linke Hand auf deine linke Oberschenkelseite und schieb dein linkes Knie noch mehr nach vorne. Füll die rechte Leiste noch mehr. Ja. Komm hier aus dem Hohlkreuz, heb dein Schambein mehr. Schick den ganzen Atem entweder in die rechte Leiste oder in die rechte Schulter, da wo du sie brauchst. Die Kraft, den Raum, den Platz für Atem, für Dehnung. Dann stell die linke Hand ganz sanft wieder auf. Beide Hände kommen zurück auf die Matte. Stell den rechten Fußballen auf. Streck dein rechtes Bein. Mach dich hier nochmal ganz lang. Hol den linken Fuß zurück. Herabschauender Hund. Bleib mal hier für einen Moment. Heb die Sitzbeine. Beug die Knie. Schieb dich in den unteren Rücken, in die Länge. Ellenbogen. Schau nach unten mit den Spitzen. Die Schultern dürfen weit sein. Und dann lass noch einmal dein Becken zu einer Acht kreisen. Rechts und links im Wechsel. Sehr schön. Dann schau nach vorne zum Anfang der Matte. Komm mit zwei großen oder vielen kleinen Schritten oder auch einem Sprung an den Anfang der Matte. Atme hier ein, heb den Brustraum und lass dich sinken aus der Hüfte. Greife erneut deine Ellenbogen. Lass dich richtig tief in deine Vorbeuge sinken.
Jetzt darf alle Anspannung, die sich angesammelt hat, über deinen Rücken in die Matte purzeln. Lass mal los. Alles los, was dir so richtig auf den Keks geht. Was dir so richtig Kraft kostet. Was du so gar nicht mehr haben möchtest. Das ist völlig okay, wenn du das gehen lässt. Die Hände auf der Matte ruhen. Roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Roll deine Schultern zurück. Bleib mal hier für einen kleinen Moment. Find hier mal deine Stabilität. Schließ die Augen für einen Moment. Entweder legst du beide Hände auf dein Herz oder eine Hand auf deinen Bauchraum unterhalb des Nabels. Beide Hände auf den Bauchraum. Dann lenk mal den Atem vom Bauchraum zu deinem Herzen einatmen. Von deinem Herzen zum Bauchraum ausatmen. Noch einmal. Atme ein und lenk den Atem, lass ihn aufsteigen. Und jetzt nimm beim nächsten Mal deine Schultern mit, wenn du ausatmest. Und der Atem vom Herzen ins Becken sinkt, dann nimm die Schultern weitflächig nach unten. Stell dir vor, ich streiche dir liebevoll über die Schultern. Dann lenk den Kopf noch mehr in die Länge. Wachse wie eine Blume der Sonne entgegen. Sehr schön. Okay, dann lass uns das noch einmal wiederholen. Und wir hängen noch eine ganz kleine Kleinigkeit dran, okay? Okay, anker den rechten Fuß. Löse deine Hände. Lass deine Kreuzbeinseite rechts richtig schön satt in die Matte sinken. Der rechte Fuß wirklich schiebt so in die Erde, sodass du das linke Bein lösen kannst. Du kommst hier einatmend mit den Armen über die Seite. Das linke Knie geht hüfthoch in dein Einhorn. Und jetzt schlägst du deinen linken Knöchel auf dem rechten Oberschenkel ab. Du bringst die Hände vor dein Herz. Und du setzt dich wieder in diese Hocke, wie wir sie vorhin schon geübt haben, in der kraftvollen Haltung. Du kommst hier in deinen Tempelsitz. Finde hier in deinem Tempelsitz mal deine Stabilität. Und es hilft dir, wenn du den großen Fußzehen von deinem Standbein und die Außenkante richtig gut verankerst und dir auf der Matte oder auf dem Boden einen Fokuspunkt setzt. Und dann fahr mal so ein bisschen den Wellenreiter auf der Welle. Fahr mal hier dein Surfbrett auf und ab. Nimm mal die Wellen des Lebens. Und vielleicht spürst du so in die Außenseiten deines Gesäßes hinein. Und dann bring deine Unterarme an dein Schienbein und schieb mal. Wenn du kannst, ne? Also alternativ bringst du Platz entweder mit den Händen vor dem Herzen. Völlig fein. Oder du legst dich mit deinen Händen und Unterarmen auf den Oberschenkel und Schienbein ab. Alternativ bringst du die Ellenbogen an dein Schienbein und du ziehst dein Schienbein zu dir heran, sodass der Rücken noch länger wird und die Dehnung intensiviert wird an der Außenseite links. Heb deine Sitzbeinhöcker noch ein bisschen mehr. Bleib hier mal für einen kleinen Moment. Und dann guck mal, ob du deine Hände auf den Boden kriegst. Und die linke Sitzbeinhöckerhälfte nach oben zur Decke schiebst und wieder senkst. Und es dürfte einen ordentlichen Zug geben in der Außenseite deiner Gesäßmuskulatur. Warte noch einen kleinen Moment. Und dann ganz langsam kreuzt du beide Knie, stellst den linken Fuß auch auf der Matte ab und kommst hier wie so ein kleines Vögelchen in so eine tiefe Vorbeuge. Jetzt dürftest du den Zug auf der anderen Gesäßhälfte etwas spüren. Und du rollst mit den Armen über die Seite, kommst jetzt wieder hier in dein Einhorn und von dort in deine Standhaltung zurück.
Spür für einen Moment in dein rechtes Becken hinein. Spür mal rechts und links in die Füße. Fühl mal die Verankerung rechts und die Länge im Becken rechts im Verhältnis zu links. Löse die Hände. Einatmen, setz dich in eine tiefe, kraftvolle Haltung. Schieb die Arme in die Länge. Zieh den rechten Arm zurück, atme aus, schau der rechten Hand hinterher. Zieh den rechten Arm nach vorne. Schieb den linken Arm nach hinten. Bleibe rechts vorne, hol den linken dazu. Setz dich hier tief. Hände auf die Oberschenkel. Ausatmen, runde den Rücken. Zieh die Schulterblätter auseinander. Einatmen, lange Wirbelsäule, Kinn zur Kehle, Bauch schwingt nach innen. Und dann verneige dich ausatmend aus den Hüften und lass dich sinken. Fingerspitzen auf die Matte, heb den Brustraum, gerne die Hände auf die Blöcke. Versetz diesen rechten Fuß zurück. Komm hin hier in einen Sprinter. Find hier erstmal deine Position. Mit der Idee, dich von der rechten Ferse bis zur Kopfkrone aufzuspannen. Ausatmen, rechte Knie kommt auf die Matte, heb dein Schambein. Komm einatmend mit den Armen weit nach oben. Füll die rechte Leiste, heb dein Schambein weit nach oben. Mach dich immer ganz auf. Und jetzt twistest du über die linke Schulter, du schaust der linken Schulter hinterher. Mach dich hier nochmal richtig schön auf. Bring gerne die linke Hand an den unteren Rücken und dann den rechten Arm übers rechte Ohr aufsteigen zu lassen. Lass die linke Schulter sinken. Kraul mit beiden Händen zurück zur Matte. Stell den rechten Fußballen auf, streck das rechte Bein, atme hier ein. Linker Fuß zurück, in den herabschauenden Hund aus. In die hohe Planke ein, heb den Brustraum, Ellenbogen eng, Nabel fest. Knie absetzen oder lange Beine, Kinn, Brust und Bauch. Leg dich einatmend hier ab. Schultern ziehen nach hinten, unten. Schambein schiebt in die Matte. Kleine Kobra, drückt den Fußrücken in die Erde. Tief aus. Kleine Kobra ein. Über die Knie in den Vierfüßler. Finde deine Position erst einmal, um dann das rechte Bein nach hinten zu strecken. Mach dich ganz lang, Bauch fließt nach innen. Stell den rechten Fuß diagonal ab, schau nach links, dehne deine rechte Flanke. Mit dem nächsten Einatmen, lass das rechte Bein wieder nach oben aufsteigen. Stell den rechten Fuß an der Außenseite von der rechten Hand ab, lass die linke Hüfte lang werden. Einatmen, lass den rechten Arm von oben aufsteigen, beug den Ellenbogen, öffne dich hier in deiner Hüfte, öffne dich in deiner Brust und lass das rechte Knie noch tiefer eintauchen. Genieße hier für einen Moment. Hol den rechten Arm wieder zurück, stell den linken Fußbein auf, streck das linke Bein, Kobra ein, so ein Quatsch. Sprinter mit weitem Fuß ein. Rechten Fuß zurück in den herabschauenden Hund aus. Einmal tief ein- und ausatmen. Wenn du magst, dann wechsel mal die Beine beugen und strecken. Und dann mit vielen kleinen Schritten oder großen Schritten zum Anfang deiner Matte laufen und dich verneigen. Greif die Ellenbogen, häng dich aus, lass los. Atme in dein Becken. Atme in diese Kraft hinein. Und löse deine Hände, um dich langsam Wirbel für Wirbel aufzuholen. Roll die Schultern zurück. Lass die Fersen in die Erde eintauchen, die Kopfkrone aufsteigen. Finde die Erdung, finde die Verwurzelung.
Finde den Kontakt zum Boden. Atme. Und dann verlagere das Gewicht auf dein linkes Bein. Lass die linke Ferse noch satter in die Matte sinken. Das linke Kreuzbein sinkt in die Erde. Löse deine Arme über die Seite. Komm hier einatmen. Tipp dein Einhorn. Mach dich hier ganz auf. Bring deinen Knöchel auf den Oberschenkel links. Deine Hände vor dein Herz. Und setz dich jetzt hier mit dem Gesäß wieder ganz weit nach unten. Komm in deinen Tempelsitz. Erde dein Standbein links. Lass den Fußzehen richtig kraftvoll in die Matte sinken. Schau, dass dein Fuß noch gut beweglich ist rechts. Ja, dass wirklich nur der Knöchel drauf liegt. Je runder du bist, desto weniger fühlst du. Also versuch dich wirklich der Länge nach aufzuspannen. Und find hier mal deine Position. Hände auf dem Schienbein und Knie. Ellenbogen auf Schienbein und Knie. Oder Ellenbogen unter dein Schienbein und du schiebst das Schienbein zu dir heran. Wenn du im Stand sehr wackelig bist, kannst du das auch im Liegen machen. Ist völlig in Ordnung. Aber hiermit stabilisierst du auch gleich deine Sprunggelenke, Fußgelenke und du übst die Balance für deinen Alltag und dein Leben. Hände auf die Matte. Und jetzt heb mal den rechten Sitzbeinhöcker weit nach oben und senk ihn, also richtig kokettieren, nach diagonal rechts oben heben. Es darf ordentlich ziepen in der Außenseite vom Gesäß. Heb nochmal und senke und heb und senke. Einmal mehr hier. Jawohl, und dann ganz langsam bringst du beide Knie übereinander, stellst den rechten Fuß neben den linken auf. Dann wirst du richtig rund, schmiegst dich mit dem Brustkorb, mit dem Bauch auf den Oberschenkel und spürst die Dehnung jetzt vielleicht auf der Außenseite des anderen Oberschenkelgesäßes. Ja, die Sitzbeinhöcker nach oben schieben, desto intensiver die Dehnung. Langsam das rechte Knie wieder nach oben in dein Einhorn. Schließ die Hände vor dem Herzen. Stell den rechten Fuß neben dem linken. Bleib hier mal für einen Moment und spüre dich in deinen kraftvollen Stand zurück. Und jetzt fühl mal die Verwurzelung. Fühl mal in deine Hüfte. Atme mal in deine Wurzeln. Atme in dein Becken. Lass den Atem kommen und gehen. Einatmen in deine kraftvolle Haltung zurück. Schieb dich in die Länge, die Hände neben den Ohren, Narbe zieht nach innen. Ausatmen, der linke Arm zurück, schau der linken Schulter hinterher. Einatmen, kraftvolle Haltung. Ausatmen, der rechte Arm zieht zurück. Schieb dich noch ein bisschen tiefer. Hol den rechten Arm wieder nach vorne, zieh dich hier in deine kraftvolle Haltung. Fühl die Kraft im Rücken, die Weite im Herzen. Die Kraft in der Körpermitte, Hände auf die Oberschenkel, atme aus, runde deinen Rücken, entlaste ihn, mobilisiere. Komm, einatmen, wieder in die Länge. Verneig dich ausatmend aus deinem Hüftgelenk. Nochmal tief ein und aus. Einatmen, langer Rücken. Verlage das Gewicht auf links, nimm den rechten Fuß in einen großen Lunge zurück, komm in deinen Sprinter. Zieh dich auseinander, Kopf, Krone und Fußball. Rechte Knie auf die Erde, füll dein Schambein, füll die Leiste. Komm hier in den kleinen Krieger einatmen nach oben. Warte mal, wir waren auf der Seite schon, oder? Ich glaube, wir haben den falschen Fuß genommen. Du musst einmal
Dein Bein wechselt rechts nach vorne, links zurück. Entschuldigung, linkes Knie auf die Matte. Hier erstmal in den kleinen Krieger nach oben kommen. Füll die linke Leiste und dann rotier über die rechte Schulter und zieh dich auseinander. Ja, guck, dass es deinem unteren Rücken gut geht, hebt dein Schambein mehr nach oben. Mach dich hier mal ganz auf. Nochmal tief ein und aus. Hol den rechten Arm nach vorne. Komm vom Sprinter zurück in den Hund. Roll nach vorne ein, hohe Planke, Ellenbogen eng und zentriert, Nabel fest, lange Beine oder Knie abgesetzt, Kinn, Brust, Bauch auf die Erde. Atme in deine Kobra ein. Tiefe Bauchlage aus. Nochmal in deine Kobra ein. Über die Knie. Platziere Hände und Knie wieder so, dass sie übereinander ausgerichtet sind. Den linken Fuß nach hinten atme ein. Stell das linke Bein diagonal rechts hinter rechts auf und schau der rechten Schulter hinterher. Atme in die linke Flanke ein und aus. Lass das linke Bein einatmen, aufsteigen. Und schwing den linken Fuß an die Außenseite von deiner linken Hand. Die rechte Leiste darf lang werden, das linke Knie beugt. Find hier mal deine Stabilität. Heb dein Schambein. Der linke Arm einatmen, steigt nach oben auf. Du beugst den Ellenbogen, du öffnest dein Herz. Füll die Leiste, atme in deine Beckenkraft hinein. Arm wieder. Bring ihn nach vorne. Heb deinen Brustraum. Stell den linken, rechten Fußballen auf, streck das rechte Bein oder das linke Bein zurück und komm vom herabschauenden Hund auf die Knie und hier ganz langsam in eine Bauchlage. Und jetzt schau mal, ob du eventuell eine Decke Kissen, vielleicht hätte ich das sagen sollen, bevor du in Bauchlage kommst, aber vielleicht magst du dir was unter deine Beckenknochen legen, es dir hier gemütlich machen, falls es drücken sollte. Oder die Decke auch breiter aufmachen, dass sie rechts und links über die Matte rausguckt. Und dann öffnest du die Knie zur Seite und du bringst die Fußflächen aneinander und öffnest die Knie richtig schön zur Seite. Und lässt die Stirn auf den Handrücken sinken. Du kannst deine Füße Richtung Matte ablegen, wenn du möchtest. Oder in der Luft lassen. Guck mal, was deine Hüfte als angenehm erachtet. Und dann schmieg den Bauch in die Matte. Füll den Bauch mit ganz viel Atem. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces, feel the places I can't reach. You know that I give somebody. You know that I give somebody. Beruhige deinen Atem. Like you and all you know and how you speak. Countless lovers on the cover of the street. You know that I give you somebody. You know that I give you somebody. Einatmen, fühlen. Wie dein Bauch sich füllt und in den Boden schmiegt. Und mit dem Ausatmen löst du ganz weich das Durchlässig. Die Spannung aus der Hüfte heraus, aus dem Gesicht.
Und dann ganz langsam streckst du deine Beine aus, bringst die Fußballen rechts und links neben deine Matte und bleibst mit den Händen entweder zu einem Päckchen aufgelegt oder öffnest auch hier deine Arme zu einem Seestern. Stell dir vor, wie du im Sand liegst, wie die Wasserwellen über dich schwappen. Vom salzigen Meer war. Bist so eins mit der Natur. Bist Teil des Ganzen. Die Hände sanft neben deinen Rückenbögen auf. Streck die Beine wieder nach hinten aus. Komm mit dem Fuß, mit den Knöcheln, den Knien, Hüftbreit zueinander. Beweg mal dein ganzes Becken. Wackel mal von rechts nach links hin und her. Entspann und löse hier alles. Und dann ganz langsam über deine Kobra nach oben zu kommen. Und dann für einen Moment in den Fersen jetzt abzutauchen. Wenn du möchtest und es für dich unangenehm ist, nimmst du dir ein Kissen zwischen dein Gesäß und deine Schienbeine, deine Waden, um den Druck abzufedern. Legst deine Handflächen mit den Handtellern himmelwärts. Denkst, wenn du magst, Daumen und Zeigefinger zusammen. Und atmest mal ganz tief in den vollen Atem hinein. Und lass den Atem von deinem Becken aufsteigen und die Wirbelsäule entlang bis zur Kopfkrone. Folgst dem Impuls der Aufrichtung. Gehst ganz langsam im selben Tempo den Weg von der Kopfkrone zurück in dein Becken. Und dann verteil mal diesen Atem. Die ganze Wirbelsäule darf sich darin laben, die Schultern, der Nacken. Und dann lass den Atem einatmen, noch mehr in alle Richtungen strömen. Vielleicht dürfen die Schultern, die Oberarme, die Unterarme davon profitieren. Ich darf beim Ausatmen der Atem nicht nur ins Becken, sondern auch in die Oberschenkel, Knie und Unterschenkel strahlen. Lass den Atem mal ganz weit werden. Fühl dich mal ganz eingehüllt von diesem Atem. Und wenn es noch irgendetwas gibt, was sich eng anfühlt, dann schaue, ob du dort noch einmal liebevoll den Atem hinfließen lassen kannst. Mit der Idee loszulassen. Mit der Idee abzugeben. Von den Fersen, falls du ein Kissen hattest, leg es zur Seite, schwing die Beine über die Seite, bring dein Kissen gerne an das Kopfende, guter Moment, um dir Socken überzuziehen, vielleicht magst du dich auch gleich zudecken und dann streck die Beine der Länge nach aus, es sei denn, es gibt noch etwas, was dein Körper braucht, dann mach das jetzt gerne, dann zieh die Knie nochmal zum Körper, wieg dich nochmal hin und her, komm vielleicht ineinander, Asana, das glückliche Baby. Und ansonsten darfst du dich einfach wohlverdient ausstrecken. Die Arme neben den Oberkörper ruhen lassen, den Nacken längen, die Schultern weiten, tief in den Brustraum atmen. Loslassen.
fühl dich getragen. Fühl dich geborgen. Wenn noch alles mit allem verbunden ist, dann bist auch du Teil der Natur, Teil des großen Ganzen. Für dich da, um dir Wurzeln zu schenken, um dich zu ankern. Alles in dir darf weich werden. Die Spannung darf loslassen. Du darfst loslassen. Du darfst dich ganz hingeben. Atem fühlen. Den Atem vertiefen. Loslassen. Loslassen, um noch tiefer in deine Kraft zu kommen. Loslassen, um noch tiefer deine Gelassenheit zu kommen. Was hält dich zurück von deinem Selbst? Was versperrt den Weg zu deinem Herzen? Welches Verhalten brauchst du nicht mehr? Welche Sichtweise ist überholt? Was möchtest du neu begrüßen? Das gehen zu lassen, was es nicht mehr braucht. Und Raum zu schaffen für alles, was kommen darf. Wie du ganz mit der Erde verschmelzt. Wie du Teil bist von allem und alles Teil ist von dir.
beginn dich zu regeln, zu strecken, zu gähnen. Dich wahrzunehmen, zu spüren. Zu atmen. Und jetzt atme hier nochmal richtig, richtig vollständig ein. Und mit so einem ganz herzhaften Seufzer. Nochmal aus. Alles ist gut. Und mach das bitte noch einmal mehr. Tief ein. Leg dich für einen Moment auf deine Lieblingsseite, kuschel dich mal ein. Vielleicht nimmst du ein Kissen unter den Kopf oder nimmst deinen Ellenbogen als Kissen. Ziehst die Knie ein wenig Richtung Bauch. Atmest dir nochmal richtig schön in den Bauch hinein. Beobachtest, wie er sich füllt und leert. Nimmst da mal alle Spannung aus dem Bauchraum heraus. Hier ganz weich, ganz durchlässig. Und dann erlaubst du dir ganz langsam, ohne Hast, ohne Eile, über die Seite aufzurichten, deiner Wirbelsäule Länge zu schenken, deinen für dich bequemen Sitz zu finden. Und dann berühren die Hände sich vor dem Herzen in Anjali Mudra, deiner Gebetshaltung. Spüren dich hinein. Kraft der Erde, nimm deinen Anker mit in deinen Alltag. Und finde deine Kraft, deine Ruhe, deine Anker immer dann, wenn es laut, stürmisch und unruhig wird. Und so verneige dich vor dir und deinem Sein, dass du heute dich hast um dich kümmern können. Richte dich ganz sanft wieder auf. Öffne zaghaft vorsichtig die Augen. Schenk dir ein kleines Lächeln und vielleicht auch mir. Namaste. Vielen Dank fürs mit mir jugieren.